Es ist ein unmöglicher Reisekoffer. Und ich habe ihn herbeigezaubert? Ja! Moment mal. Übung macht den Meister. Sorry. Haselnuss hat einen an der Nuss, haben sie gesagt. Jetzt halt mal die Glas. Ja. Es nicht, haben sie gesagt. Ja. Ha, die werden staunen. Pass auf. Das erscheint mir doch jetzt schon ein bisschen unlogisch, weil in dem Moment, wo es sich umgewandelt ist, wurde mir schwarz vor Augen. Die haben nämlich das Licht ausgeknipst und dann schnell die Sache umgetauscht. Das ist nur ein billiger Trick, Herr Haselnuss. Da sind sie, genau wie ich, auch drauf reingefallen, ehrlich gesagt, ja. Ein unmöglicher Reisekoffer ist auf der Waldkreuzung aufgetaucht. Was mag es damit auf sich haben? Das werden wir jetzt unterprüfen. Unterprüfen, ich bin schon lustig. Unterprüfen. Ein unmöglicher... Oh, Poster. Der große Zarov. Erleben Sie den größten Illusionisten unserer Zeit. Hier steht aber nicht, wann und wo die Vorstellung stattfindet. Wie seltsam. Das Poster sieht aber auch schon ziemlich alt aus. Ob diesem Zarov der Koffer hier gehört? Ich werde einfach mal eins von seinen Plakaten mitnehmen. Oh, da ist ein Riss im Innenfutter des Kofferdeckels. Einer der größten Illusionisten unserer Zeit. Zylinder. Oh, heiliger Bimbam. Schon wieder? Ich glaube, der hat Hunger. Mann, oh Mann. Zauberer brauchen echt gute Nerven. Verstehe ich nicht. Ein Kaninchen gefangen, oder was? Heiliger Bimbam. Ach, reiß dich zusammen, Jerry. Das ist bestimmt nur wieder einer von diesen Waschbären. Oder eine magische Nachricht. Oh, heiliger Bimbam. Alles klar. Mit bloßen Händen gehe ich da nicht dran. Riss. Unmöglicher Pfadtiefer in Wald. Verschiedenste Aufkleber. Wow. Dieser Koffer ist schon weit herumgekommen. Wow. Timbuktu, Hongkong, Raven Hollow, New York. Timbuktu, Uppsala, Bielefeld, Gorleben. Alles so wunderschöne Orte. Guck mal, mein Riss. Na, so ein kleiner Riss ist ja nicht schlimm. Das lässt sich auch ganz leicht reparieren. Oh, oh. War so klar. was ist das, ein Gasbrenner? Zauberstab. Ach, klar, Zauberstab. Hätte ich mir auch denken können. Hey, da steckt ein Zauberstab im Innenfutter. Sieht fast so aus, als hätte ihn jemand dort versteckt. Also ich gerade durch den Hosenschlitz gesteckt. Zauberstab ist ja eigentlich ein Küchengerät, ne? So ein Brrr. Tja, ich könnte mal versuchen, den Zauberstab auf den Zylinder anzuwenden. Zylinder und Zauberstab? Na gut, Jerry. Es ist soweit. Okay, ab und hierfür durch. Hast du seit Jahren geübt. Also, Abraka! Schon wieder Black Screen. Es ist Jahrzehnte her, seit ich eine Karottenflamme getrunken habe. Gestatten? Ich bin der Marquis. Der Marquis de Hotong. Oh, aber Sie sind ein... Orectulagus cuniculo sapiens, du sagst es. Oh, also ich heiße Jeremias Ha... Jeremias Haselnuss, der Junge mit dem Traum. Was? Sie kennen meinen Namen? Und ich weiß noch mehr. Deine Sommerferien enden übermorgen. Das stimmt. Leider. Mathematik, tropfende Füllfederhalter, harte Holzbänke, trockener Kreidestaub. Ihr Menschenkinder seid so tapfer. Doch du träumst von mehr. Das Rauschen der Blätter im Wind, es erinnert mich an zu Hause. Wo ist das? Mein Zuhause ist dort, wo man sich an mich erinnert. Ja, aber wo genau? Ich erinnere mich kaum. Der Nebel. Wie bitte? Jerry. Sag mir, was ist dein größter Traum? Also ist er irgendwie ein bisschen unsicher, der Jerry, ne?
Zauberer ist ja kein richtiger Beruf, also mehr so Klempner oder so. In meiner Freizeit übe ich Zaubertricks, aber eigentlich, wenn es unter uns bleibt, zocke ich eigentlich nur die ganze Zeit. In der Schule bin ich mal als Zauberer aufgetreten. Ist alles so? Nee. Er fragt, was dein größter Wunsch, dann muss er sagen, ich will Zauberer werden. Dann sagt der Typ, geil. Also, in der Schule bin ich mal als Zauberer aufgetreten. In der Schule bin ich mal als Zauberer aufgetreten. Mit meinem Fuß. Ach, was soll's. Ich will Zauberer werden. Ich weiß, denn ich bin Zauberer. Geliebt, gefürchtet, gebraucht und äußerst brillant. Eine Daus. Willst du mein Lehrling werden? Ja, aber... Reise mit mir. Jenseits der Grenzen des Vorstellbaren. Mach den Föhn aus! Studiere die 5 feurigen Mantren der Phönixbeschwörung und meistere alle Facetten der Magie. Naja, vielleicht nicht alle. Einige sind nicht so... Das ist ja unglaublich fantastisch, aber... Aber? Meine Mutter sagt, ich muss zum Abendbrot wieder zu Hause sein. Jared, deine Ausbildung wird Tage in Anspruch nehmen. Wochen. Oh, schade. Eine lange Zeit, natürlich. Dann ist es wohl unmöglich, dass ich hier bleibe. Oh, schade. Oh, schade. Eine Ausbildung in den magischen Fertigkeiten. Das Studium der Kunst der Künste. All dies braucht Zeit. Zeit, verstehst du? Eine lange Zeit, natürlich. Eine lange Zeit, natürlich. Und die Zeit selbst wird dem Magier zum Studienobjekt. Wer die Zeit studiert, braucht Zeit. War sowieso scheißegal, welche ich genommen hätte, ne? Okay. Ist es wohl unmöglich, dass ich... Jerry, hör mir gut zu. Vergiss, ich bin dein Vater. Für einen Zauberer ist nichts unmöglich. An einem Sommerferientag ist alles möglich. Ich verspreche dir, dass du rechtzeitig zum Abendessen wieder zurück sein wirst. Bist du bereit, mir zu vertrauen, Jeremias Haselnuss? Ja. Du trägst eine Münze bei dir. Ja, ich will. Woher wissen Sie das denn jetzt? Sie hat eine ganz besondere Ausstrahlung. Kommt aus Gorleben. Ich weiß nicht genau. Die hatte ich irgendwie schon immer. Irgendetwas fehlt hier. Eine Erinnerung? Keine Sorge, Jerry. Alles, was verloren geht, wird wieder auftauchen. Damit habe ich immer meine Zaubertricks geübt. Sieh durch das Loch in deiner Münze hindurch. Magische Kraft erlaubt dir nun einen neuen Blick auf die Welt. Was du siehst, ist magischer Schimmer. Die Münze zeigt dir fortan, was dir während deiner Ausbildung hilfreich sein könnte. Um durch die magische Münze zu blicken und Dinge zu sehen, die dem bloßen Auge entgehen, öffne das Inventar und klicke auf die Münze oder verwende jederzeit die Leertaste oder die mittlere Maustaste. Alrighty then. Magischer Schimmer. Die Münze. Mal ist sie ganz prickelig auf der Haut. Sie brennt sich ein und ich... Gib Acht auf deine Münze. Mein Zauber wird dich davor beschützen, vergessen zu werden, wenn wir diese Welt verlassen. Wir verlassen diese Welt? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Du willst doch rechtzeitig zum Abendessen zurück sein. Den hier wirst du brauchen. Jerry. Erinnerst du dich, was ich dir gesagt habe? Nichts ist unmöglich? Toyota. Bald schon wird es nicht mehr nach einer Frage klingen. Warten Sie! Gleis 9, 3 Viertel. Wir kommen in Hogwarts. Kennst du diesen Ort, Jerry? Na klar, das ist der alte Pfadbaum. Sicher hast du gespürt, dass das hier ein besonderer Ort ist. Besonders? Magisch. An Orten wie diesen kann man sich leicht verlaufen. Hey, ich bin doch kein Kind mehr.
Auch Erwachsene können im Wald verloren gehen. Spürst du etwas? Ich höre ein Rollen. Benutze deine Münze, Jerry. Oh, das ist schwierig. Oh. So ein extra Slot bekommen. Münze mit Loch. Ich drück lieber Leertaste, das ist cooler. Oh. Oh Mann! Eine Kröte! Quack! Die ist gigantisch! Die Magie dieses Ortes ließ sie hier überdauern. Wachsen. Vergessen von der Zeit. Doch wie jede andere Kraft kann auch Magie missbraucht werden. So wie die Kraft dieses Portalbaumes. Dann greifen wir ein. Wir? Die Zauberer. Die Baumläufer. Portalbaum? Was bedeutet das? Der erinnert mich irgendwie an Rainer Kallmund, die Kröte. Baumläufer, ich dachte, ich bin ein Zauberlehrling. Ich dachte, ich bin ein Zauberlehrling. Nee. Ja, interessiert mich jetzt eigentlich mehr als der Portalbaum. Das kann ich mir schon vorstellen. Baumläufer? Ich dachte, ich bin ein Zauberlehrling. Wir Baumläufer nutzen magische Portalbäume, um zwischen verschiedenen Welten hin und her zu reisen. Verschiedene Welten? Orte, Zeiten und Möglichkeiten bilden eine nahezu unendliche Zahl von Welten. Du wirst von mir in der Tradition der Baumläufer ausgebildet. So, Facebook. Und dir dieses alte Wissen um das Weltenwandern aneignen. Oh, das klingt kompliziert. Es ist ganz leicht. Fast wie Fahrradfahren. Wirklich? Nein. Im schlimmsten Fall ist es, als ob du zwischen zwei Widersprüchen zerrieben wirst. Oh, das verstehe ich nicht. Ich schon. Niemand von uns tut das. Du lernst schnell. Gut. Das ist schon mal interessant. Portalbaum? Was bedeutet das? Portalbäume sind Bäume, deren Wurzeln unendlich tief in das Geflecht der Realitäten reichen. Realität. So tief also, dass sie an mehr als nur einem Ort existieren und magische Verbindungen schaffen. Einige nutzen diese Verbindungen, um zwischen den Welten hin und her zu wechseln. So auch wir Baumläufer. Aber wie benutzt man denn einen Portalbaum, um einen, Paralleluniversum zu kommen, sag ich mal, ne? Das ist ja so ein bisschen wie Quantenphysik eigentlich. Aber wie benutzt man einen Portalbaum? Na, hier ist so knapp. Hier beginnt die Magie. Knips. Wow! Geh durch das Portal, Jerry. Von nun an werden die Magie und das Weltenwandern fester Bestandteil deines Lebens. Yippie! Tschüss, Kröte. Ist das auch nicht gefährlich? Ich meine... Endlich sind wir los. Jemand tritt auf die Lichtung. Vier Nägel. Ich bin nur ein Blatt. Im Auge des Orkans. Wir müssen uns beeilen. Scheint so, als geht's ihm nicht mehr so gut. Wir werden auf den Wind reiten. Wie wir es immer getan haben. Okay.